damit, dass sich noch weitere Opfer in der nächsten Zeit melden. Schöftle im Kanton Aargau steht seit 5 Jahren ein Wirbelwasserkraftwerk. Es ist die einzige solche Anlage, eine Genossenschaft betreibt sie. 2011 hat die Anlage der Watt d'Or bekommen, den Preis vom Bundesamt für Energie. Jetzt haben die Verantwortlichen auch schweizerisch-indische Investoren von ihrem Kleinkraftwerk überzeugen. Die wollen in Indien in den nächsten Jahren bis zu 1000 solche Anlagen bauen. Darum sind indische Ingenieure zur Pilotanlage Schöftle gereist, um sich mit der Technologie vertraut zu machen. Der Olivier Parvet war dabei. So, be careful here, it's a bit slippery. Der indische Ingenieur Deepak Jaiswal ist noch etwas unsicher unterwegs im Bachbett von der Sauren zu Schöftle. Mit den Gummistiefeln ins Wasser reinstehen, gehört aber zu der Schulung, die der Inder in diesen Tagen im Aargau macht. Der Stefan Zwissig erklärt ihm, wie man die Fließgeschwindigkeit von Wasser und ganze Bäche vermisst. Das geht also am Schluss die gesamte Wasserflussmenge, die uns nachher erlaubt, das gesamte Energiepotenzial vom Wasser an dem Standort zu evaluieren. Das brauchen sie natürlich als indische Ingenieure, um zu evaluieren, ob ein Standort in Indien geeignet ist für ein Kraftwerk. Aus Vermessen der Landschaft lehrt der indische Ingenieur Schöftle. Zusammen mit dem Richard Vögeli und anderen Investoren hat er ein indisch-schweizerisches Joint Venture gegründet. So wollen sie die Stromversorgung in Indien verbessern. If you talk about the technology, we have learned a lot. Ich lerne da einen Haufen über die Technologie. Es ist eine grossartige Sache. Mit dieser Anlage können wir schon mit einem relativ kleinen Gefäß Strom produzieren. Das geht mit keinem anderen Wasserkraftwerk. So können wir auch kleinere Flüsse nutzen, um Strom zu produzieren. Das Prinzip des Wirbelwasserkraftwerks ist einfach. Das Wasser läuft über ein Loch in einem Becken ab, wie wenn man bei der Badwanne den Stöpsel rauszieht. Ein grosser Rotor, mitten im Wirbel, überträgt die Energie auf einen Generator, der macht Strom daraus. Je nach Wasserstand kann die Anlage die Schöftle den Jahresverbrauch von 20 bis 30 Schweizer Haushalten decken. Eine ideale Anlage für Indien, sind Geschäftsleute überzeugt. Wir haben einen Haufen abgelegene Orte ohne Strom. Dort sind die Leute bis jetzt angewiesen auf Dieselgeneratoren oder andere Sachen, um Strom zu produzieren. An diesen abgelegenen Orten gibt es aber Gewässer. Die wollen wir nutzen und solche Kraftwerke bauen. So können wir die Leute mit Strom versorgen und so ihren Lebensstandard verbessern. Die Begeisterung der Inder für Technologie freut die Betreiber. In der Schweiz ist das Pilotprojekt nämlich stocken geraten. 2009 wurde die Anlage Schöftle gebaut. Die Ziele waren ehrgeizig. 30-serie Kraftwerke haben die Initianten bis 2014 in Schweizer Flüsse bauen. Bis heute ist die Anlage Schöftle aber die einzige geblieben. Das, weil die Probleme mit der Restwassermenge und Fischverträglichkeit noch nicht gelöst sind. Für die kantonalen Behörden ist das aber zwingend. Daniel Steiger ist Präsident der Genossenschaft, die das Kraftwerk betreibt. Er glaubt trotzdem an die Zukunft der Wirbelwasserkraft auch in der Schweiz. Also wir sind nicht gescheitert in der Schweiz, wir sind an dem Projekt dran. Wir haben über 30 Projekte, die wir im Moment auch am Entwickeln sind. Die Vorbereitungszeit in der Schweiz, also wir planen noch SIA-Normen, gehen im Moment. Es können also 2-3 Jahre, das ist ja üblich, dass man das hat. Und in dieser Zeit eigentlich tun wir das entwickeln. Und zudem ist auch vom Gesetz her im 2011 das Wassernutzungsgesetz noch überarbeitet worden. Die Kantone haben neu müssen planen. Und sind jetzt eigentlich, die ersten Kantone sind fertig. Als nächstes steigt der indische Ingenieur ins Rotorbecken. Jedes Detail interessiert ihn. Die Idee ist nämlich, dass die Anlagen mit Schweizer Hilfe komplett in Indien gebaut werden. In der Schweiz kostet so ein Kraftwerk um die 200'000 Schweizer Franken. In Indien gebaut noch geschätzte 75'000 Franken. Der Richard Vögeli geschäftet schon lange mit Indien. Er hat die Idee gehabt, die Wasserwirbelkraftwerke zu exportieren. Das Potenzial in Indien ist riesig. Es sind etwa 15'000 Megawatt Leistung, die für Kleinstwasserkraftwerke genutzt werden können. Das wären etwa 1 Million solche Kraftwerke, wie ihr hier im Hintergrund seht. Als erstes wollen die Geschäftsleute in Indien 1000-serie Kraftwerke bauen. Die ersten beiden Pilotanlagen sollen noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden. Wenn beide Pilotanlagen stehen und laufen, bin ich überzeugt, dass alle beeindruckt sind. Kunden, Geschäftspartner oder Energiekonzerne. Das gibt unserem Projekt enormen Auftrieb und überzeugt die Leute von dieser Technologie und unserer Zuverlässigkeit.
Sollte das Projekt tatsächlich so laufen, wie die Initianten hoffen, dann profitiert auch die Genossenschaft Schöftle davon. Für jedes gebaute Kraftwerk in Indien kassieren die Aargauer nämlich Lizenzgebühren. Schweiz aktuell reist zurück in die Vergangenheit, 100 Jahre zu Anno 1914. In unserer Serie lassen wir auch mehrere Personen abtauchen in die Zeit um die Jahrhundertwende.